Hallo und herzlich willkommen auf Beauty Panel. Während der Schwangerschaft bildet der Körper mehr Östrogene, welche das Haarwachstum anregt. Wurde das Baby geboren, sinkt der Östrogenspiegel wieder deutlich ab. Das führt wiederum zu Haarausfall. Nach der Geburt verliert man vor allem das, was in der Schwangerschaft so viel auf dem Kopf war. Was man dagegen tun kann, erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Wir haben für euch in der Infobox ein Sonderangebot zu den Haarwuchskapseln der Marke Heroxol verlinkt. Alle Inhaltsstoffe sind hochkonzentriert und genauestens aufeinander abgestimmt. Auch haben wir in unseren Recherchen zahlreiche positive Erfahrungen gefunden. Schaut es euch gerne einmal an und macht euch selbst einen Eindruck. Es sollte natürlich jeder für sich testen und eine ausgewogene Ernährung sowie Absprache mit dem Arzt sollten bei dem Problem von Haarausfall auf jeden Fall beachtet werden. Die Hormonumstellung in der Schwangerschaft zeigt sich äußerlich besonders an der Haut, an den Nägeln und an den Haaren. Die meisten Frauen haben, wenn sie schwanger sind, neben einer besonders reinen und strahlenden Haut kräftigeres Haar als vorher. Grund dafür ist der erhöhte Östrogenspiegel. Das Hormon hält die Haarfollikel in der Wachstumsphase, wodurch sich die Lebenszeit der Haare verlängert und die Haare wachsen. Gleich nach der Geburt sinken die Östrogenwerte allerdings rasch. Meist stellt sich der Haarausfall nach der Schwangerschaft und Geburt wenige Wochen bis zu 5 Monate nach der Entbindung ein. Damit Babys bestmöglich wachsen, benötigt es viel Eisen. Enthalten ist dieses beispielsweise im Fisch und Fleisch. Als Mama gibt man das Eisen automatisch mit der Aufnahme der Nahrung an das Baby weiter. Das Problem? Der Eisenbedarf steigt während der Schwangerschaft um bis zu 60% an, um die Mutter und ihr Baby optimal versorgen zu können. Nimmt man zu wenig Eisen zu sich, stellt sich früher oder später ein Eisenmangel ein, der wiederum auch zu Haarausfall führen kann. Ein weiteres Anzeichen für einen Eisenmangel ist starke Müdigkeit. Stress ist ein weiterer Faktor, der den Haarausfall begünstigen kann. Man sollte daher versuchen, alles in Ruhe anzugehen, vor allem wenn man ohnehin gerade viele Haare verliert. Außerdem benötigt der Körper ausreichend Vitamine und Mineralstoffe, um optimal versorgt zu werden. Eine gesunde Ernährung hilft daher, einen mangelbedingten Haarausfall zu stoppen. Ab wann tritt der Haarausfall nach der Schwangerschaft denn überhaupt ein? Die meisten Frauen bemerken den Haarausfall nach der Schwangerschaft erst etwa 3 Monate nach der Geburt. Der erhöhte Östrogenspiegel hat für ein verlängertes Haarwachstum gesorgt. Dieses verlängerte Haarwachstum ist auf ca. 3 Monate beschränkt, sodass die Haare danach schrittweise ausfallen. Gleichzeitig fallen jedoch auch die Haare aus, die seit der Geburt ohne einen vermehrten Östrogenspiegel nachgewachsen sind. Wenn man das Baby nach der Geburt stillt, wird das Östrogen generell langsamer abgebaut. Dies bedeutet, dass der Haarausfall erst deutlich später einsetzen kann. Bei einigen Frauen kommt er sogar erst zum Vorschein, wenn sie das Baby bereits abgestillt haben. Doch auch dann hängt der Haarausfall nach der Schwangerschaft nicht mit der Stillzeit, sondern mit dem erwähnten verminderten Östrogenspiegel zusammen. Bei den meisten Frauen endet der vermehrte Haarausfall ca. 6 bis 9 Monate nach der Schwangerschaft. Wer seine Haare zusätzlich unterstützen möchte, kann mit den Nahrungsergänzungskapseln von Heroxol nachhelfen. Ein Sonderangebot zu den Kapseln könnt ihr in der Videobeschreibung finden. Schaut also gerne in der Infobox vorbei, um zu diesem Angebot zu gelangen. Heroxol besteht aus einer einzigartigen Wirkstoffkombination. Es wirkt Haarausfall entgegen und verleiht dauerhaft schönes, volles Haar. Die patentierte Haarvolumenformel von Heroxol enthält unter anderem Aminosäuren, Mineralstoffe und Vitamine. Alle Inhaltsstoffe sind hochkonzentriert und genauestens aufeinander abgestimmt. Dieses Zusammenspiel der Inhaltsstoffe beeinflusst und bekämpft somit sogar den erheblich bedingten Haarausfall. Dadurch ist dieses Topseller-Produkt in der Lage, von innen her direkt die Ursache des Haarausfalls zu bekämpfen, Haarausfall zu stoppen und für neues Volumen zu sorgen. Normalerweise endet der Haarausfall von alleine, sobald sich die Hormone wieder eingepegelt haben. Daher muss normalerweise nichts unternommen werden, um den Haarausfall zu stoppen. Stellt man jedoch fest, dass der Haarausfall nicht nachlässt oder es wird besonders schlimm, dann sollte man am besten den Frauenarzt aufsuchen. Dieser wird checken, ob es sich um einen Eisenmangel handeln könnte. Sollte dies der Fall sein, kann der Mangel durch eine gesunde Ernährung sowie durch die Einnahme eines Eisenpräparates ausgeglichen werden. Tipps und Tricks bei Haarausfall nach der Schwangerschaft. Man sollte sich auf jeden Fall gesund und ausgewogen ernähren
und täglich alle wichtigen Nährstoffe zu sich nehmen, um den gesamten Bedarf des Körpers und den Bedarf des heranwachsenden Babys zu decken. Zusätzlich sollte Stress vermieden werden. Dieser kann den Haarausfall zusätzlich begünstigen. Vor allem in der ersten Woche nach der Geburt sollte die Mutter sich viel Ruhe gönnen und entspannen. Wenn man längeres Haar hat, sollte es offen getragen werden. Ein Zopf oder Pferdeschwanz verstärkt die mechanische Reizung und erleichtert das Ausfallen. Lässt der Haarausfall nach der Schwangerschaft und Hormonumstellung wieder nach, dauert es meist noch eine Weile, bis die gewohnte Haarpracht zurück ist. Um diese Zeit zu überbrücken, kann ein Besuch beim Friseur helfen. Ein guter Haarschnitt oder gefärbte Strähnen lassen das Haar fülliger erscheinen und kaschieren lichtere Stellen, die dem Haarausfall nach der Schwangerschaft geschuldet sind. Ich hoffe, wir konnten euch erklären, was es mit dem Haarausfall in der Schwangerschaft auf sich hat und was man dagegen tun kann. Wir würden uns sehr über ein Like, Kommentar und selbstverständlich über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video auf Beauty Panel.